Wir lassen uns noch ausrollen, damit ein herzliches Hallo zur nächsten Folge 7 Days to Die. Auf dem Weg, der beste Looter zu werden überhaupt. Wir streuen dann natürlich erstmal ums Haus rum. Werden wir bestimmt den einen oder anderen auffühlen. Oder auch nicht, mal gucken. Da haben wir noch einen Baumstumpf, da könnte Honig drin sein, aber ich glaube eher nicht. Doch, da war jetzt einmal Honig dabei. Ein Toilettenhäuschen unberührt, nur mit Papier. Toll. Das lohnt sich aber nicht auseinanderzunehmen. Da vorne haben wir dann den Rocker. Grüß Gott. Oh, der hat gelbe Augen. Der hält mehr aus. Und gibt dadurch auch mehr EPs. Okay, das kann ich nur so auseinandertrümmern. Ist egal. Trümmern wir mal auseinander. Und wo? Okay. Gehen wir erstmal oben rum. Okay. Wir haben kein Messing. Was tun wir denn weg? Ich würde sagen, das tun wir weg. War hier unten gerade einer? Nee, sah nur so aus. Da geht sogar. Da ist der. Hallo. Das können wir, glaube ich, auch auseinandernehmen. Ja, sehr schön. Oh, da gibt es geschmiedetes Eisen. Noch besser. Irgendwas lasse ich gerade die ganze Zeit fallen oder abfallen lassen. Was haben wir denn da? Schraubenfeder. Oh, die will ich mitnehmen. Schneebälle brauchen wir nicht. Draußen ist nochmal ein Zombie am Rumrennen, glaube ich. Das nehmen wir mit. Da gehen wir mal runter, wenn er mich lässt. Da wäre ich eh hingekommen. Trinkflasche können wir benutzen. Trinken wir einmal hart. Dann haben wir hier unten aber nichts mehr. Das können wir noch auseinandernehmen. Hat sich noch mal bewegt. Okay, die erste ist weg. Boah, wie viele Elektroteile wir, glaube ich, jetzt schon haben. Wie viel haben wir denn jetzt? Elektro 3, 102 und 33 mechanische. Läuft, würde ich sagen. Drunter. Ja, auch nichts drunter versteckt. Wir haben noch einen Holzscheitelhaufen. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber hier ging es noch nach oben. Geht es noch rein. Was haben wir denn hier? Schickes nochmal Aloe Vera. Eine unberührte Toilette. Das hat auch ein Glas, braucht man nicht. Oh, was haben wir hier? Nein. Da. Die können wir direkt benutzen. Und auch hier wieder zum Auseinandernehmen alles. I love it. Also hier, vielleicht spawnt das ja alles wieder. Muss man halt mal gucken. Kann ich euch nicht sagen, sehen wir aber dann, wenn es soweit ist. Ja, genau. Muss ich mich jetzt original hier rausklöppeln? Hier lang, um da wieder hochzukommen. Hier wartet bestimmt auch ein Zombie, ich höre ihn schon.
wir nämlich beim letzten Mal gar nicht oben, glaube ich. Oh, wir sollten zurückkommen mit dem Dietrich. Was haben wir hier? Perfektioniere deine Bewegung und deine Zielgenauigkeit, um maximalen Schaden anzurichten. Verursacht 10% mehr Schaden mit Speeren. Wir haben zwar leider keinen Speer mehr. Was war das? Ich glaube, wir haben ausgesorgt. Das zerlegen wir. So einen Knüppel haben wir, deswegen zerlegen wir den auch. Das nehmen wir mit. Und hier sollten wir mal die Triche mitnehmen. Würde ich mal behaupten, wir fahren weg. Wir hatten hier in der Hütte, glaube ich, auch was mit Dietrich. Okay, in der, hier in dem einen Wasserding da. Das würde ich gerade mal noch ausnutzen. Okay, das Häschen nehmen wir noch auseinander. Da haben wir nochmal ein Nest. Natürlich keine Eier dran. Böse. Immer wenn die keine Eier mit dabei haben, sind die böse. Oh. Okay, rückwärts fahren. So rumfahren. Da ist nochmal ein Nest. Ich hab schon wieder so gehört. Hier ist nochmal was. Was ist denn da? Zumindest eine Dose nochmal. Was ist denn jetzt? Regen oder Sonne? Da geben wir mal Gas mit dem Fahrrad. Immer schön umgucken, ob wir nicht doch noch mal ein Nest sehen oder finden. Wir fahren querfeld ein. Legen schnell die Sachen ab, nehmen noch mal die Dietriche mit. Und looten die zwei Stellen noch. Weil ich will jetzt nicht ohne diese Schränke durch. Na komm schon. Das hast du. Okay. Und Backup. Hier war auf jeden Fall. Ah, da oben. Hallo. Und tot. Krautesheim, Glück allein. Gehen wir mal direkt rein in die gute Stube. Und da kann man nochmal 150 machen. Läuft, läuft, läuft. Auch nochmal 150. Die würde ich erstmal ablegen. Das würde ich ablegen. Ja gut, ich würde alles ablegen, aber so die Sachen. Wir haben wieder viel random Sachen mitgenommen, die wir auch in andere Kisten verteilen können und müssen. Das hier zum Beispiel Klebeband. Ne, Klebeband hatte ich in einer anderen Kiste mittlerweile, glaube ich, ne? Ja, in der Kiste. Wo hab ich's denn? Ah, ich hab's gerade gefunden, als ich es zugemacht habe. So, wir haben hier Stacheldraht-Mod. Würde ich eher als Waffe bezeichnen. Wir haben hier Gewehrteile, ebenfalls Waffe. Juten Jetons. Das Jagdmesser. Kiespulver. Dose, draußen ist ein Zombie, deswegen beeile ich mich jetzt gerade mal ein bisschen. Eier. Bier.
trübes Wasser. Kaffee kann man auch hier rein tun. Ja, die machen draußen schon wieder alles kaputt, die Männer. Deswegen schnell weg damit. Und gucken, was da draußen Phase ist. Aber ich glaube, der ist tot, tot, tot. Ja. Ja, da war noch Holz, ne? Egal. Sonst eine Faser braucht man keinen. Weg damit. Genau, Dietrich wollte ich mitnehmen. Sag das doch, dass ich Dietrich mitnehmen wollte. Hatte ich die? Wo hatte ich die lieben Teile denn? Ich glaube in der Werkzeugkiste. Ne? Ah, da. Nehmen wir mal mit. Gucken wir, was in den Dingern drin ist. Und abwart. Ich gegen einen Baum geraten, weil sonst weiß ich nicht, was passiert. So, einmal zu dem Ding erstmal zurück. Fährt aber extrem langsam Fahrrad, wenn du nicht die eine Taste durchdrückst. Na, ich glaube zwar nicht, dass es in einem durchgeht, aber gucken wir mal. Selbst wenn es zwei braucht, wir haben so viel Dietriche, da soll uns der eine nicht stören. Okay, jetzt ist aber, jetzt nimmst du es persönlich. Achtermod, der glückliche Sammler Band 8. Nahrung, das einzige Fastfood heutzutage kommt aus Dosen. Mit diesem Tipp wirst du noch ein bisschen mehr davon auftreiben können. Finde mehr Nahrung im Beute. Sehr gut. Das wollte ich. Dann fahren wir nochmal rüber. Dann ist da, glaube ich, noch ein drittes Haus gewesen, was wir dann auslooten können. Dann müssen wir uns auf jeden Fall wieder um die Spikes kümmern, aber wir haben ja, glaube ich, dann endlich genug Metall übrig. Wenn du keine Nester hast, wo du mal immer hin und wieder absteigst, merkst du total, dass das Fahrrad auch Ausdauer kostet. Du bist zwar immer noch schnell damit unterwegs, aber das hier ist, weiß ich nicht, ob das schneller ist als gehen. Müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube, hier hinten war nämlich noch ein Haus. Nehmen wir dann gleich mal mit. Ah, die Tür ist verschlossen. Müssen wir von hinten hoch. So. Hallo, Tresor. Wie viele Sekunden? 16 Sekunden. Währenddessen können wir auch den mal wieder reparieren. Ah, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6, 5, zerbrochen. 4, 3, 2, 1. Oh, es geht in der letzten Sekunde noch kaputt. Ja, genau. Ja, jetzt will er mich aber flachsen. Ey, ich habe gerade erst angefangen damit. Jetzt habe ich fast 10 Dietriche daran verbraucht. Jetzt muss aber auch der Megaloot drin sein. Stahlsperrteile, Eisenbrechermod, noch ein Jagdmesser und ein bisschen Munition. Verändern. Da passt sogar das hin.
Aber die Stahlbrechermod, Eisenbrechermod brauche ich darauf eigentlich eher nicht. Wenn dann, hier habe ich sie schon drin. Hier brauche ich sie nicht. Hier könnte ich sie noch. Nee, nee. Ja, mal gucken. Aber wir haben noch mal eine Mod. Das ist schon mal nicht verkehrt, um uns vielleicht das ein oder andere Werkzeug noch mal nachzubasteln. So eine Fackel nehme ich auch immer wieder gerne mit. Gucken wir mal, weil ich glaube, in die Richtung war noch ein Haus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, doch, da kommt noch ein Haus, sehr schön. Im Weg dorthin auch wieder einiges zum Looten mit dabei. Aha, tschau. Okay, Entschuldigung. Einiges wieder dabei gewesen. Messingheizkörper. Das zum Zerlegen für Eisen. Auch wieder einiges, was wir dann mal wegschmeißen können, wenn wir zu viel haben. Hier können wir das Fahrrad liegen lassen. Da vorne ein Zombie. Ah, Mann. Zwei Zombies. Da hinten noch die Scheune. Und wir uns beide jetzt auch noch mal ein Nest. Boah, diese Geräusche manchmal, ey. War ich da hinten eigentlich schon mal? Ach, das ist. Ah, das ist die Scheune. Okay, ja, dann war ich da schon. Dann gibt es da gerade nichts zu looten. Da hinten läuft ein Hühnchen. Das könnten wir uns snacken, aber ich will erst mal gucken, was noch in der Hütte ist. Hier haben wir auch noch mal ein Vogelnest. Natürlich kein Ei. Könnt nix. Das kennen wir schon. Okay, warum das auch jetzt immer so ein Geräusch dabei gibt, wahrscheinlich, weil wir davon alles haben. Speerjäger ist ausgebaut, deswegen macht es wahrscheinlich immer so, wenn wir es jetzt bekommen. So ein unberührtes Coupé. Ja, die könnten wir auch für Teile auseinandernehmen, aber ich will die immer wieder mal looten. Antibiotika, sehr schön. Und ich habe wieder ein komisches Geräusch gehört. Naja. Ah, gib mit da. Die benutzen wir direkt. Ah, ich habe den Zombie schon gehört. Muss da auch gleich auf mich zukommen. Auch direkt benutzen. Mehr Hunger. Und Knochen. Hallöchen. Oh, Headshot. Okay, ich würde das hier erstmal unberührt lassen, weil wir ja auch nochmal looten möchten. So, hier ist nichts, kein Geheimversteck oder so. Okay, mich trifft sie. Aber ich sehe nicht. Da geht es nochmal nach oben. Das Feuer nehmen wir mit. Von wo kommt der denn? Lag der da jetzt? Hier haben wir schon mal ein Geheimversteck gefunden. Das ist aber noch nicht so schön voll gelootet wieder. Badezimmer, ja, so ein komischer Schrank in so einem Badezimmer, keine Ahnung. Mülleimer unberührt.
Ah, Heidelbeer Samen. Nochmal ein Retro-Kühlschrank. Standhaftigkeit. Zerlegen. Hier ist nichts hinter. Das können wir zerlegen. Das nehmen wir alles mit. Den Cocktail können wir aber zerlegen. Lampe baue ich mal ab. Mehr Licht durch unsere Helme. Aber okay. Ich dachte, wir können da uns besser anschleichen, aber irgendwie nicht. Da oben ist noch ein Säckle drauf. Ich habe ihn gehört. Aber er hat mich wieder erwischt. Das ist halt Kacke, wenn die mich erwischen, die Viecher. Hier drauf liegen tut nichts. Ist nur eine Sache hinter. Beim letzten Mal wohl nicht gesehen. Ich glaube, ich bin noch nicht mal hochgegangen beim letzten Mal. Können wir zerlegen. Okay. Du stirbst, du stirbst auch. Den zerlegen wir mal. Den Ofen zerlegen wir und nehmen natürlich da auch wieder Kohle hin. Dann noch unberührte Kisten. Oh, wenigstens jetzt mein Ei dabei. Wutmodus, nachdem du getroffen wurdest, sind auf Angriffe 20% schneller und deine Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Nehmen wir doch mit. Ein Eisenspeer. Gute Dame, so nicht. Hier ist noch was zum Mitnehmen. Sind aber lässig. Ekelhaft, wie der auf einen zugerannt ist jetzt. Bah. Da hinten rennt auch noch eine. Die können wir aber sein lassen. Ist nochmal ein Nest gespawnt. Habe ich eben von oben gesehen. Ist aber natürlich kein Ei drin. Läuft. So, dann haben wir den See, so wie es aussieht, einmal abgeklappert. Ja, wir sind auch gnadenlos wieder über der Folge. Ich würde sagen, ich bringe die Sachen nach Hause und dann gehen wir nochmal in dieses Einkaufszentrum, was hier irgendwo war. Da ist nämlich das Zuhause. Und hier war, glaube ich, das Einkaufszentrum. Ja, und den Fetten habe ich gesehen. Kein Bodyshaming, aber den nehme ich noch mit. Rülps doch nicht so rum hier. Ja, und dann sehen wir uns, wenn es da wieder heißt, dass wir einkaufen gehen, uns voll looten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.